Was ist die größte Schuldenfalle im Onlinehandel? Lass uns doch mal über die negativen Punkte reden. Ganz einfach, oft erlebt, oft gesehen, darunter auch mein Marketingleiter Thomas hat das erlebt. Er hat damals nämlich im Jahr 2019 angefangen, Dropshipping zu betreiben und Produkte aus China zu verkaufen. Er hat ziemlich schnell hochskaliert, ohne die Qualität zu überprüfen. Fehler 1. Nach 4 Wochen hat er bemerkt, dass der chinesische Supplier die Produkte nicht versendet und hatte unzählige Retouren. Das heißt, er musste nochmal von seinem Gewinn die ganzen Retouren bezahlen, hatte bereits Facebook Advertising investiert und hatte dann am Ende des Tages Schulden durch seinen Dropshipping-Shop, der ein paar 10.000 Euro Umsatz gemacht hat. Was lernen wir daraus? Achte auf die Qualität deiner Produkte, achte auf eine saubere Lieferkette. Und wenn du Fragen zu Lieferketten hast, dann schreib sie in die Kommentare und ich bin dir behilflich.